Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Super Mario RPG. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen. So, denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und das habe ich einen Mediumpilz. Man verschwendet nicht wirklich, aber. Egal, passt schon so. Dann geht's los zum Boss, nehme ich mal an. Oh yeah, baby. Tentakeln des Grauens. Ich mag dieses Lied. Du würdest mich doch nicht essen, oder? Oh mein Gott! Bowser! Mein Guter. Bam 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 bam. Nee, das kann man nicht abwehren, wenn die angreifen. So früh gedrückt. Jetzt kommt die Fratze, wa? Ah! König Kalmar! Ich bin gerade Bowser. Bowser. So, ich muss das. Ah! Okay, I see. Dieses Schiff gehört mir. Zieht Leine! Gegen Feuer ist der. Der hat ein Problem mit Feuer, habe ich gerade gelesen. Habe ich das richtig gelesen? Ich bin ein super Best Backlasher. Ich weiß nicht, ob dann Blitz was bringt. Nicht abwehrbar. Oh, drei Level Ups, Leute, drei Level Ups. Ultrasprung. Schneemeister, begrabe den Gegner unter einem riesengroßen Schneemann. Wiederkehr, belebe einen Verbündeten wieder. Bei gutem Timing erhält dieser volle KP. Nice. Sternteil? Ah, lass mich in Ruhe. Was ist hier oben? Hallo? Oh, die schießt mich nur runter, okay. Ich dachte, vielleicht würden die gegen mich kämpfen und
hier wäre nochmal besondere Gegner oder so, aber nee, nee. Ich meine, ich kann die da runterhauen, ne? Ich kann die auch ein bisschen bekämpfen, ja. Boah, das Timing da ist echt schwer. Oh mein Gott. Vielleicht sollten wir sie nicht bekämpfen. Ich meine, so schwer ist es nicht, daran vorbeizukommen. Die hier können wir bekämpfen. Ich hasse diese Ratten. Mit ihren verzögerten Angriffen immer. Oh. Wir können jederzeit das hier machen, übrigens. Brauchen wir keine Pilze. Bitte XP-Glück. Ja. Ich glaube rechts. Nee. Naja. Immer einen Putt. Ich glaube, Mario braucht jetzt am ehesten das Level-Up-Ding, oder? Wie sieht es mit den Leveln gerade aus? Ah nee, Peach und Geno und Bowser brauchen auch noch ein Level. Na gut. So, weg mit denen. Badabadabababababab. Ich hasse die verzögerten Angriffe von denen. Ja, war klar. Was man dazu aber auch wissen muss, man kann das Gift nicht verhindern. Ne? Selbst wenn du timest, bisher ist das Gift immer durchgekommen dann. Und da oben irgendwie? Ja, können wir. Warum kann man hier runter? Aha. Ich hätte vielleicht nicht reden sollen. Seht ihr? Der Statuseffekt wird trotzdem angewandt.
So. So, Peach ist aufgelevelt. Dann gute Nacht, Tuli. Lass mich raten, man hätte den unsichtbaren Mario gebraucht. Der kommt wieder. Nee. Vielleicht hätte man ihn auch gebraucht, vielleicht hätte man auf ihn draufspringen müssen. Weil ich sehe hier keinen Schatz, den ich bekommen kann. Da müssen wir vielleicht dran denken, dass wir später nochmal wiederkommen. Schade. Oh, das ist richtig fies. Ich bin gerade aufgeregt. Ah, ich bin so sauer. Das ist richtig fieser Gegner ist hier. Fiese Kicker-Kombination. Na gut, die machen nicht, auch die machen schon Schaden. Das ist scheinbar gar nichts gewesen, wa? Ich meine, ich kann ihn rauslocken, oder? Nee, nicht wirklich. Ich dachte, dahinter wäre vielleicht ein Item versteckt oder so. Speichern wir erstmal. Oh mein Gott. Ah, das ist gut! Das ist aber eine andere Truhe. Bin ganz schön stark, was? Willst dich da dringend türmen, oder? Oder? Die ist richtig stark. Und die greift jede Runde an. Kleine Schrittchen, großer Wumms. Alter Schwede, macht der Schaden. Alter Schwede, macht einen kleinen Schaden. Okay, wir müssen was tun. Muss sein. Deine Gegner, ne? Also ist das alle. Nein, wirkungslos.
Der war ganz schön stark, der Gegner. 17 Erfahrungspunkte gab es dafür nur. Okay, aber 100 Münzen immerhin. Und Schutzbutton. So, und dann essen wir irgendwas, was uns... Perfekt, genau 40 haben uns gefehlt. Und den angreifen? Ja. Weil die müssen wir auch noch scannen. Blub, geh niemandem ins Netz. Level up, nice. Diese Schalen treffen alle deine Gegner. Leider dich auf und brutzle alles weg. Nice. Solange ich die springe, greifen die mich nicht an, oder? Qualmal haben wir schon, ne? Ich glaube, die hatten auch richtig eklige Angriffe, ne? Die Qualmals. Bowser ist aufgestiegen. So. Aber mittlerweile rasieren wir hier alles, das heißt, wir sind vom Level her wieder gut gestellt. Oh, neuer Gegner, wunderbar. Das ist, glaube ich, zu früh, oder? Zu früh. Nee, zwick, zwack, Schnurrbart ab. Das wollen wir mal sehen. So viel zum Schnurrbart ab, wa? Die 24er-Kombo schon. Okay, was ich ganz gerne mal gucken würde, ist in unser Reisebuch, nicht Reisealbum, das lesen wir auch noch irgendwann durch, am Ende unserer Reise oder so. Rübnase, da fehlt noch eins, aber wir haben ja auch irgendwas geöffnet hier in der Gegend. OW-Stern. Schnitter. Wir haben den Schnitter vergessen zu scannen? Den haben wir vergessen zu scannen?
Ja, gut, das kann man nachholen. Aber wen habe ich denn gescannt? Oh, es gab Tentakel links und Tentakel. Nein. Die hießen beide Tentakel. Und die werde ich nie wieder scannen können. Weil es ein Boss war. Der kommt ja nicht wieder. Das ist dumm. Das ist übrigens ein Moment, wo das Spiel einfach echt dumm ist. Ich würde den Gegner aber ganz gerne angreifen. Komm mal her. Da sind vielleicht kleine dabei, oder? Nee. So, jetzt aber. Und wir haben Glück, aber doppelte Münzen interessiert mich nicht so wirklich. Sagte ich, und irgendwann kommt das Ding mit, wo wir 5000 Münzen brauchen. So, Peach ist glaube ich schon am höchsten vom Level, ich bin mir gerade unsicher. Behinderte Magieangriffe bei guter Ausführung leiden alle Gegner unter Stille. Ja, wir machen mal Magie, weil sie hat definitiv Magie. Oh, die Kleinen sind auch hier was. Okay. I see. Oh mein Gott, die machen richtig viel Schaden. Achso, das wird ein starker Feind. Aber die müssen doch bestimmt mit Blitz und so empfindlich sein. Das sind Wasserwesen. Ja klar sind die anfällig. Ist er abgehauen. Herrlich. Das heißt doch jetzt bestimmt das Dingens hier im Moment. Dass wir das mal ändern können, oder? Aber ja, Peach ist das höchste Level von allen. Okay, wer hat am wenigsten Erfahrung? Die haben noch weniger Erfahrung. Dann nehmen wir ihn hier und er kriegt den Erfahrungstorbo. Dann müssen wir aber leider Gottes hier wieder, also müssen, leider Gottes auch so ein Ding, den Alarmring. Den rüsten wir hier aus. So, und Peach hat jetzt gar nichts, oder? Genau. Das ist okay so. So, da kommen wir runter. Da vorne ist noch eine Froschmünze. Ein Froschgroschen. Ich nenne es immer gerne Froschengroschen. So, weiter geht's. Ah, was geht hier vor? Wer bist du? Wie bitte? Ein Stern so dir. Gern doch. Wir lassen euch jedes jetzt Sterne sehen. Arr. Ihr hättet sowieso Pech gehabt, Landratten. Wisst ihr auch wieso? Weil alles, was ins Meer fällt, nämlich rechtmäßig dem großen Johnny, unserem Captain gehört. Klar soweit, ihr trockene Tropfe. Und jetzt gibt's einen Schatz, heiße Kim, ihr Schiffsschleicher. Bam, 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 badada. Badada. Biu, gescannt. Ich liebe die Farbe Rot. Bam, 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 badam, bam. Nice, extra Zug. Seid ihr stärker, als es den Anschein hat? Wir sagen besser auf dem Oberdeck Bescheid. Los, Matrosen! Blinde Passagiere an Bord! Wo stecken die Ratten? Hallo? Wo steckt ihr Ratten? Auf sie getarnt sind? Da, auf ihn, Männer! Tarar, hier, Geschenk des Hauses! Grrr, was für ein Ausweichmanöver!
Wie habt ihr es so schnell hierher geschafft? Ist auch egal, euer Glück ist nun zum Ende. Keine dahergelaufenen Landläuse hier, klar? Okay. Das sind aber jetzt die Leichen, ne? Das ist nicht noch auf eine andere Art. Wie das Spiel das so gerne macht, link und rechte Tentakel. Mehr muss man gar nicht sagen, ne? Nice, Extrazug. Das heißt, ich kann fast alle mit einem Ding zerstören. Die sind jetzt fast tot schon, die anderen. Das heißt natürlich trotzdem, dass sie noch voll angreifen können. Was? Der hat noch überlebt? So viel Schaden auf den Gegner. Hat aber einfach überlebt. Ganz schön zäh, ihr Bilschratten. Also gut, ihr dürft durch zu Johnny. Du bist also dieser Mario, ja. Dann sag doch mal, was willst du eine halbe Portion von mir? Dieser Stern hier. Der ist in mein Gewässer reingeplumpst, also gehört er laut Seerecht mir. Laut meinem Seerecht. Und rausrücken tue ich den nicht einfach so. Wenn du den haben willst, musst du schon drum kämpfen. Ich wollte ihn erst anders sprechen, wie ihr vielleicht gehört habt. Hab mich dann aber umentschieden. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Blau die beste Farbe ist, glaube ich. So schnell wird er ja schon nicht umkippen, oder? Herr, das nenne ich mal einen Kampf. Bist mit allen Meerwassern gewaschen. Nicht schlecht, Leute. Was hältst du von dem Kapitänsduell, Mario? Nur du und ich im Zweikampf. Wird bestimmt lustig und lehrreich. Für dich jedenfalls. Männer, macht Stimmung und feuert euren Ketten an. Das war erstaunlich einfach. Erdkracher. Die Erde bebt, drücke A, während Steinspitzen die Erde durchbrechen, okay? Harr, bin schwer beeindruckt, Kumpane. Das Sternchen habt ihr euch recht verdient. Kleines Andenken an unseren unser Kämpfchen, ja? Yay, Stern Nummer 5 von 7.
War ich ja ganz schön wichtiger Sternchen. Naja, mir soll's recht sein. Und nun runter von meinem Schiff mit euch, ehe ich's mir noch anders überlege. Captain Johnny ist der schlauste, stärkste und scharfsinnigste von uns allen hier an Bord. Der würde selbst im Schlaf noch kämpfen. Was unser Captain sagt, das tun wir. Hüpf auf die Sprungfeder im Kämmerchen, dann gelangt ihr wieder raus ins Trockene. Los, probier's mal aus. Ups. Bing. So, meine lieben Freunde da draußen, das war's auch für diesen Part. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet ihr uns, Steffmann, immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.